dann begrüße ich alle herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel FC 08 Homburg gegen FK 03 Pirmasens. Endstand 3:0 vor mehr als 4000 Zuschauern im Waldstadion. Ich grüße natürlich wie immer die beiden Trainer bei mir, zum einen Peter Tretter und unseren Trainer Jürgen Huginger. Und dann bitte ich Sie auch gleich um das Fazit zum Spiel. Ja, guten Tag zusammen. Wissen mal, was heute eine schöne Atmosphäre in der Oberliga war, da geht es auch Zuschauern zu spielen. Ich glaube, dieses Spiel hat auch diese Anzahl der Zuschauer verdient. Leider konnten wir heute nicht an die Leistung der letzten Wochen anknüpfen. Ich glaube, zwei Faktoren spielen dann eine gewisse große Rolle. Erstens mal war unser Gegner heute überragend stark. Wir hatten heute nicht die Möglichkeiten, ins Spiel reinzufinden. Könnt jetzt spekulieren, machen wir es 1-0, wo der Jonas Singer frei aufs Tor läuft. Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl heute, dass wir hier ins Spiel reinkommen. Dafür waren die Homeboy heute so präsent. Sie hatten ein gutes Zweikampfverhalten, ein gutes Aufbauspiel, ein gutes Passspiel, ein gutes Positionsspiel. Wir haben heute, wie gesagt, nie in das Spiel reingefunden, was auch am gut spielenden Gegner lag. Dann bekommst du noch vor der Pause das 2-1. Wenn du mit 1-0 in die Pause gehst, kannst du noch ein bisschen sammeln, ein bisschen was umstellen in der Pause, ein bisschen was justieren. So bekommst du halt in der 44. Minute das 2-0. Und von dem Zeitpunkt ab, glaube ich, war das Spiel dann auch durch. Da haben sie Homburg dann souverän und überragend runtergespielt. Hätten vielleicht können noch in der einen oder anderen Möglichkeit noch ein Tor mehr schießen. Unterm Strich ist der Sieg hoch verdient. Uns wirft das Spiel nicht aus der Bahn. Wir haben es 10 Wochen lang gewonnen, haben gute Leistungen abgerufen, haben heute gegen einen besseren Gegner verloren. Wir haben jetzt 8 Tage Zeit, um zu regenerieren. Wir müssen dann gegen Engers zu Hause wieder eine neue Serie starten. Jürgen, dein Team, alles Gute auf dem weiteren Weg. Ich glaube, an Homburg wird in dieser Runde niemand vorbeikommen. Und wir, wie gesagt, wollen versuchen, den zweiten Platz, den wir jetzt innehaben, zu beteiligen und dann vielleicht über die Relegation nächstes Jahr wieder gegen Homburg spielen zu dürfen. Herzlichen Dank. Ja, ich habe das auch so gesehen. Wie gesagt, wir haben jetzt eine zwei gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit. Ja, die erste große, wo er leider aufs Tor zugeht und die Möglichkeit hat. Aber danach, dann, denke ich, haben wir das Spiel auch kontrolliert, haben dann zwei schöne Tore gemacht, waren immer die aktive Mannschaft und dann nach der Halbzeit waren schon zwei, drei Möglichkeiten vor dem 3-0, wo wir schon das dritte machen hätten können. Dann haben wir es 3-0 gemacht und dann haben wir das Spiel gut kontrolliert. Die Mannschaft hat trotzdem immer wieder versucht, noch nach vorne zu spielen. Das zeigt einfach den tollen Charakter der Mannschaft. Ich kann ja nur gratulieren, wie gesagt, wie sie heute wieder aufgetreten sind, dann von der ersten bis zur letzten Minute. Und da sieht man, dass der Teamgeist stimmt. Und Pirmasens war der erwartet schwere Gegner. Ja, sie hatten nach vorne sehr schnelle Leute, gefährliche Leute, aber die haben wir gar nicht zur Entfaltung kommen lassen am heutigen Tage. Und ja, nochmal Gratulation an die Mannschaft und vor allem 4000 Zuschauer, war eine tolle Atmosphäre und wir hoffen natürlich, dass wir das regelmäßig jetzt haben. Ja, danke. Passendes Schlusswort, aber gibt es noch Fragen seitens der Presse? Nein? Gut, ja, dann war das schon das Schlusswort. Dann wünsche ich allen noch eine gute, einen schönen Feiertag, Ihnen eine gute Heimreise, alles Gute für die weitere Saison und eine schöne Woche noch.